Ich will doch nur noch ein bisschen kämpfen, um Level-Ups zu kriegen, um mich wieder zu heilen. Die Sache ist aber auch, zum einen habe ich die Umzugskartons mit den Manga nicht alle voll gemacht, weil die sonst einfach zu schwer werden. Also meine Devise ist, solange ich den Karton noch anheben kann, also ich habe ja Puddingarme, ne? Aber solange ich den Karton noch anheben kann, ist es noch okay. Weil wenn ich in der Lage bin, den Karton anzuheben zumindest, dann sind andere Leute, die ein paar mehr Muckis haben, auch in der Lage, den zu tragen. Das ist so meine Devise, um zu testen, wie, ne, schwer das Ding sein kann. Und ich habe die halt nur so zwei Drittel voll gemacht, die Manga-Kartons, dass man sich halt nicht alles bricht beim Anheben. Du siehst ja stylisch aus. Und der Rest wird dann mit leichten Sachen aufgefüllt. Dementsprechend, wenn ich die Manga-Kartons komplett voll gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht einen Karton weniger gebraucht. Aber ne? Und ich habe, glaube ich, zwei große Umzugskartons mit Konsolen und Controllern bislang voll. Also, ich habe ja Wii, wir haben ja zwei Wii und zwei GameCube und einen Super Nintendo und einen Super Nintendo Mini und zwei Wii U und sechs GameCube-Controller, I don't know, und nochmal genauso viele Wiimotes. Also das habe ich halt alles eingepackt und das hat, glaube ich, in zwei Kartons gepasst. Aber die Konsolen, die ich jetzt aktuell noch brauche, also sprich die beiden Switches, die PlayStation 4 und die PlayStation 5, die sind halt noch nicht eingepackt. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch nochmal einen Karton brauchen, allein weil die PlayStation 5 einfach riesig ist. Und ja, deswegen würde ich behaupten, 9 Kartons mit Manga, 3 Kartons mit Konsolen und Controllern und nochmal 3 Kartons mit Spielen. Ich habe übrigens festgestellt, ich glaube, die meisten Spiele, die wir haben, sind DS, 3DS und Wii. Also gerade Wii hatten wir irgendwie extrem viel, warum auch immer. Und gefühlt 3 Xbox-Spiele. Also es ist schon einiges. Und dann haben wir ja auch noch einige Figuren. Also wir haben ja so ein paar Tails-Figuren zum Beispiel oder My Hero Academia-Figuren und sowas. Und dann ja noch Plüschis, die ja auch noch so ein bisschen dazwischen kommen, ne? Also es rechnet sich schon, was man so an Technik und Spielen und Merch hat. Also ich glaube, so wirklich alltägliche Dinge, also so Küchenutensilien oder Badutensilien oder auch Kleidung, habe ich noch gar nicht eingepackt. Weil ich davon halt auch noch viel brauche. Ich habe nur den ganzen Stuff eingepackt, den ich halt jetzt aktuell eben nicht mehr brauche. Bitte nicht die Spiele einpacken, die ihr noch für die Streams braucht. Ja, PS4 ist auch einiges, aber gar nicht so extrem viel, weil halt auch vieles Download ist. Wobei es ist auch viel. Wir haben einfach so unmenschlich viele Wii-Spiele. Ah, endlich kommt der letzte Bauer. Warum hast du so lange gebraucht? Du siehst bleich aus. Hast du einen Geist gesehen? Mehr oder weniger. Wie auch immer, gib ihm bitte das Geschenk von Mutter Hubert. Wie ihr befehlt, Meister Spencer. Oh, leider kein Sebastian. Aber Hubert ist auch passend. Mutter glaubt dummerweise, dass du tatsächlich eine Chance gegen den Nexolord hast. Das ist die beste Nexo-Trap, die man mit Geld kaufen kann. Betrachte es als einen Beitrag der königlichen Familie zu deiner hoffnungslosen Sache. Ich hoffe, dass du Zeta wenigstens dafür verprügeln kannst, dass sie mich in der Kanalisation geworfen hat? Sie? Okay. Bin mir nicht sicher, ob Zeta wirklich weiblich ist oder ob die einfach schon wieder seltsam übersetzt haben. Okay. Was gibt's hier jetzt noch? Da wollte ich noch mal eben gucken. Ah,
Du wieder. Ja, Bernie, da freue ich mich auch schon total drauf. Wenn dann wirklich alles eingepackt ist und vor allen Dingen, was halt auch das Schöne ist, wenn man umzieht, man kann auch super viel Kram aussortieren, den man nicht mehr braucht. Das ist irgendwie auch sehr befriedigend. Und dann wirklich alles auszuräumen und wieder neu einzuräumen, ist schon schön. Die Entwicklung ist übrigens auch sehr schön. Wir wissen ja, dass die hübsch aussieht. Da müssen wir also nicht prayen, dass Luberg hübsch bleibt. Das wissen wir. Ich habe nur gefühlt alles in Luftpolsterfolie eingewickelt. Das heißt, ich werde beim Umzug einfach 100 Meter Luftpolsterfolie haben, die ich dann irgendwie nachträglich entsorgen darf. Aber hey, dafür kommt alles sicher an. Wie heißt du denn jetzt eigentlich nochmal? Aktivor. Luberg fand ich irgendwie witziger als Namen. Aber okay. Die Entwicklung wollte ich gerne noch mitnehmen. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich nicht mehr kämpfen muss und dann einfach sicher in der nächsten Stadt oder im nächsten Gebiet ankomme. Aber Vorgelis war der einzige Name, den ich mir gefühlt merken konnte. Grüße! Meister Spencer hat mich angewiesen, auf euch zu warten. Seid ihr beide fertig? Ja. Exzellent. Kommt bitte mit mir. Oh, wir sind sogar an Bord des Schiffes. Wir sind nicht weit vom Hafen entfernt. Also wenn du zurück zur Stadt gehen möchtest, ist immer noch genügend Zeit. Nö. Hey Remus, es ist gut zu sehen, dass Nadine dich nicht zurückgeschlagen hat. Ich hoffe, ihr seid alle gut vorbereitet. Der Next Lord ist nicht wie die anderen, denen ihr bisher begegnet seid. Ist es wahr, dass du der letzte Nexolord warst? Das ist richtig. Es war ein harter Kampf, aber am Ende hat er mich übertroffen und stattdessen als einen Aufseher angeheuert. Er hat schon immer von seinem Titel als Nexolord profitiert, um seinen dunklen Plan in Bewegung zu setzen. Warum versucht ihr Omnicom wiederzubeleben? Er ist menschlich, oder nicht? Ich glaube nicht. Ich verstehe seine Beweggründe trotzdem nicht. Wir werden es sicher bald herausfinden. Wenn er Grunda der Erde wiederbelebt, werden wir in großen Schwierigkeiten sein. Ulsa ist ihm vorher ebenso unterlegen. Ich meine gut, er hat bislang 4 wiederbelebt. Seine 4 Champions. Wenn Grunda noch dazukommt, hat er 5. Nicht unbedingt gut für uns. Welches ist das stärkste Kind des Omnicron? Alle sind stärker, als du es dir vorstellen kannst. Oh, ja. Heilung nehme ich sehr gerne. Huch. Moment, was? Ja, bitte. Da habe ich drauf gelauert. Hey, Willi! Wie läuft's, Kiddo? Du bist die letzte Person, von der ich vermutet hätte, dass sie uns beim Bekämpfen des Nexolords hilft. Ich bin ein Mann, der von der Welt genommen und wieder genommen hat. Ich denke, es ist an der Zeit, etwas zurückzugeben. Hast du dem Ladenbesitzer das Nexomite zurückgegeben? Na. So, zu denken, dass du so weit kommst. Du bist endlich stark geworden, Kind. Ich bin auch sehr viel stärker. Ich habe jeden einzelnen Tag damit verbracht, meine Revanche mit Fenrir zu bekommen. 100 Push-Ups, 100 Sit-Ups, 100 Kniebeugen und einen 10-Kilometer-Lauf jeden einzelnen Tag. Yikes. Wie wär's, wenn man da so ein paar Nullen streicht? Dann würde ich das vielleicht auch hinkriegen. Ist das eine One-Punch-Man-Anspielung? Ich habe One-Punch-Man nie so intensiv verfolgt. Ich habe nur so ein bisschen was mitbekommen, wenn Jan geguckt hat. Okay. Wir sind so nah an der Wüste. So nah am Nexolord. Wir werden Ellie sicher retten. Was war das für ein Geräusch?
Kann es irgendwie sein, dass wir heute so allen Champions mal begegnen? Nadine würde noch fehlen. Aber gegen die haben wir ja prinzipiell schon mal gekämpft. Aber Setta hatten wir heute, haben sogar gekämpft. Fenrir war zumindest da. Nee, Fenrir wollte ja auch kämpfen. Ja, dann kommt die Dame jetzt auch noch. Dann haben wir gegen alle mal gekämpft und gegen drei davon alleine heute. Da bist du. Ob sie da Volleyball mit mir spielen will? Wir müssen die anderen rufen. Denk gar nicht erst dran. Sie werden schon kommen, wie sie den Krawall hören. Was machst du denn hier? Was sonst? Man uns erzählt, dass ihr versucht, den Nexel in der Wüste zu bekämpfen. Also bin ich hier, um dieses Schiff zu versenken. Ist das, weil wir dich im Volleyball geschlagen haben? Sei ruhig! Ich habe niemals gedacht, dass ich das gegen ein Kind einsetzen würde, aber du hast bewiesen, dass du recht problematisch werden kannst. Ich werde meine volle Kraft entfachen. Dieses Schiff wird bald nicht mehr sein. Die hat Aggressionsprobleme, die Dame. Verwandelt die sich jetzt eventuell sogar? Hä? Ist sie gerade in den Ozean zurückgesprungen? Ich bin sowohl enttäuscht als auch erleichtert. Das sieht aber schon sehr schick aus. Also ich fand ja, Ventra sah schon sehr cool aus. Und die Nexomon-Form von Fenrir, die wahrscheinlich am Title-Screen ist, sieht ja auch sehr cool aus. Und das auch wieder. Also Designs können die auf jeden Fall. Was zur Hölle ist das Ding? Von Ulsas Ketten befreit. Das fünfte Kind des Omnikron ist wiedergeboren. Ich bin die Aqua des Ozeans, weil Aqua zu einfach gewesen wäre. Bleib stark. Stay strong. Wir können sie zusammen bekämpfen. Willst du mich verarschen? Ich habe mich nicht angemeldet, um Seemonster zu bekämpfen. Konzentriert euch. Wir kämpfen hier für die gesamte Menschheit. Ursas große Dummheit besteht auch unter seinen Brüdern. Das wird mein großer Sieg und dein endgültiger Untergang. Also wir haben heute echt viel Action. Und gute Musik. Ich finde das so krass, also gegen die Aufseher zu kämpfen. Ja, klar. Ne, haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, ist so ein bisschen wie Arenaleiter. Aber die Champions, die haben wir ja bislang immer gemieden. Und dass wir dann letztens gegen Nadine kämpfen durften in ihrer Nexomon-Gestalt, war ja schon, ne? Und dann heute gegen Setta, gegen Fenrir und jetzt noch gegen die Dame hier. Also da ist schon einiges los. Das macht jetzt nicht so viel Schaden. Aber das kann verwirren. Und das hat uns beim letzten Mal schon ganz gut geholfen. Dementsprechend nehme ich die Verwirrung hier gerne nochmal. Das hatte uns ja bei Nadine war das, ne? In ihrer wahren Gestalt. Schon ganz schön den Arsch gerettet, weil sie sich dadurch quasi einfach selber runtergeprügelt hat. Ach, die Verwirrung ist weg. Absaugende Bomben. Aber ich glaube, da kann ich wahrscheinlich auch nicht gegenhalten. Nee. Warum ist da noch ein Eiszapfen im Boden? Ah. Dann müssen wir leider einfach mit allem draufhauen, was wir haben. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das war schon mal ganz guter Schaden. Gut, das Eis hier nicht besonders effektiv ist quasi, weil es kein eigener Typ ist. Vergiftetes Wasser. Ah, es sieht schon echt cool. Das ist wirklich so eine Mischung aus Tandrak und Xerneas. Nice.
aber irgendwie bin ich trotzdem geplättet worden. Ach, schwach, so schwach. Aber eigentlich habe ich gewonnen. Kann aber auch sein, dass es egal ist, ob man gewinnt oder verliert. Und nun wirst du in der Vergessenheit verschwinden. Das ist beim letzten Mal nicht auch passiert gegen Ventra? Bin gestrandet. Tut mir leid, ich habe mein Bestes gegeben. Hey, Kind. Du musst aufwachen, komm schon. Ich hasse dir das anzutun, aber... Der Nexolord ist hier! Ich dachte, er schüttet mir jetzt Wasser übers Gesicht. Sorry deswegen. Es scheint, dass Aqua von den Ozeanen euer Schiff versenkt hat. All eure Freund haben den Angriff wie durch ein Wunder überlebt. Andernfalls wäre das kein PG-13-Titel. Okay. Atlas, ich weiß nicht, wo sie enden sollen. Wo was enden soll. Aber sie müssen in der Nähe sein. Ach so, wo Atlas ist, meint er. Du hast trotzdem die Wüste erreicht. An dem Gebäude dort drüben sollte dein Schiff andocken. Du musst deine Verbündeten unbedingt versammeln. Wie auch immer. Es ist ein gefährlicher Ort unter der Kontrolle vom Nexolord. Gehe vorsichtig und finde deine Verbündeten, bevor du dem Nexolord gegenübertrittst. Okay. Oh, ich bin sogar geheilt. Das ist nett. Kai, ich glaube ja. Oh, du gehst vor. Ich werde hier nur ein kleines Schläfchen halten. Mit dem Gesicht im Wasser? Okay. Kann ich unten noch? Nee. Was steht hier? Der Hafen von Solos. Okay. Hallo? Was ist mit dir? Was machst du hier? Bummer nicht rum. Ja, bummert nicht rum, Leute. Denke mal, das sollte bummeln heißen. Bummelt nicht rum. Aber ich weiß es nicht. Geh zurück zur Arbeit. Die Nexlord sagt, dass wir nah an Grundas Kammer sind. Da wir mit den Aufskrabbungen fertig sind, sind wir frei. Der Hafen ist geschlossen. Keine Schiffe dürfen hereinkommen oder das Gebiet verlassen. Ja, wir haben uns da so ein bisschen, random TNT, zwischengemogelt. Naja. Oh, hier ist sogar noch eine Heildame. Das ist praktisch. Wäre aber sonst auch gemein. Seht ihr übrigens, wie das hohe Gras da so ein bisschen die Textur daneben so ein bisschen kaputt macht? Oh mein, da bist du ja. Oh mein, es ist schon wieder passiert. Ach, du bist die Heiltante. Das ist aber nett, weil sonst hätten wir ja keine Möglichkeit, uns hier zu heilen. Gibt's hier neue Nexo? Soon. Es sind nicht mehr viele Level. Gibt's hier noch andere Nexomon? Du bist ganz süß. Und jetzt tot. Ich will noch mehr Nexomon sehen. Ja gut, dich kenne ich ja an sich schon. Aber interessant ist es teilweise Nexomon, die es so früh im Spiel dann schon gab, die jetzt auch noch auf einem höheren Level gibt. Na gut, dann gehe ich mal einen Screen weiter.
Aber die Gebiete Euessen, könnte ich mich eigentlich... Atlas ist eigentlich gar nicht dabei, wenn wir mal ehrlich sind. Aber gut. Ah ja, jetzt sind wir hier hinten. Also ich könnte mich auch einfach zurückporten, wenn ich wollte. Dürfte eigentlich auch so nicht funktionieren, aber gut. Ich wollte eigentlich sagen, dass die Gebiete... schick. Auch alle durchgehend echt schön designt sind. Oder sehr liebevoll gestaltet sind. Jetzt auch wieder die Kampfhintergründe sind alle richtig schön angepasst. Erzählt mir doch mal, was ihr heute noch vorhabt. Ich werde nachher noch Kuchen essen, vermutlich. Und es ein bisschen bereuen, weil es vermutlich viel zu viele Kalorien sind, aber naja. Und sonst... hoffen, dass meine Stimme gleich zurückkommt. Und sonst keine Ahnung. Moment. Ich habe euch das Husten mal ganz kurz erspart. Jetzt geht's wieder. Anime schauen. Nice. Duschen. Auch wichtig. Schlafen. Ja, durchaus. Zocken. Anime. Mehr zocken. Zocken und schlafen. Auf dem Server noch ein bisschen quatschen. Das finde ich auch immer gut. Vermutlich ins Bett gehen, weil ich mich echt kaputt fühle. Dafür hast du dann morgen wieder ganz viel Energie. Manchmal musst du auch noch einfach früh schlafen, um dann wieder voll motiviert und voller Energie aufstehen zu können. Wer entwickelte sich nochmal? Hydrax entwickelte sich doch auf 44, glaube ich, ne? Dann würde ich den gerne so ein bisschen trainieren. Wirklich beeindruckend. Also Hydrax und das Pferdchen würde ich gerne ein bisschen trainieren, weil die, glaube ich, nicht mehr so weit weg sind von der Entwicklung und mir beides quasi noch nicht gespoilert wurde vom Spiel. Deswegen glaube ich, möchte ich die gerade mal ein bisschen intensiver noch leveln. Ein bisschen was auf YouTube schauen. Das finde ich gut. Ich freue mich immer, wenn Leute unsere Stream-Aufzeichnungen gucken und mir das dann so ein bisschen zeigt, dass man die... Nein. Er wird nicht schöner. Dass man die nicht umsonst hochlädt. Also ich meine, er hat schon seine Daseinsberechtigung, aber eher nicht so mein Fall. Also der war gut im Fitnessstudio. Der kann sich mit Knuckles aus Sonic Boom zusammentun. Wobei ich Sonic Boom nie gespielt habe, die Demo, und die war furchtbar genug. Hydrax braucht nicht mehr so viel. Also das Level-Up würde ich mir gerne noch mitnehmen für die Entwicklung. Ach, der Kollege schon wieder. Wobei, das war jetzt gar nicht so meine beste Wahl dafür, aber gut. Ach, er sieht so cool aus, der Wolf. Es gibt keine weiblichen Gamer. Mittlerweile halt schon natürlich, also was heißt mittlerweile, es gab immer schon weibliche Gamer, aber so auf YouTube oder Twitch war ja früher echt sehr selten. Deswegen hast du ja so viele creepy Kommentare bekommen, wenn du als Frau tatsächlich mal Content gemacht hast. Heutzutage gibt es zum Glück mehr davon, deswegen splitten sich die creepy Kommentare ein bisschen auf und man bekommt nicht mehr gebündelt so viele. So. Ich hoffe, du bleibst episch. Bislang gibt es mir nämlich so ein bisschen Knagsel-Vibes, was ich voll okay finde. Es wird wahrscheinlich nicht sonderlich knuffig werden, aber hoffentlich zumindest stylisch. Ja, doch. Wen haben wir da jetzt? Torex. Kann ich voll mit leben. So, und dann will ich dich noch entwickeln.
weil ich glaube, Firios entwickelt sich erst auf 48 oder so, aber Favolia ist 45. Das heißt, das könnten wir eigentlich noch recht bald hinkriegen. Nee, Feuer war gegen Wind effektiv. Das heißt, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, ist übrigens super, dass diese starke Attacke, die ich habe, einfach Pummel heißt. So. Aua. Können wir jetzt bitte treffen? Danke. Ja, du brauchst noch ein kleines bisschen bis zum Level-Up. Pummel? Ale, hast du kein besseres Oho-Emote? Und ich sag mal so, bei unserer Katze... Aua! Wissen wir ja sowieso, wie die später aussieht, aus Gründen. Aber beim Pony wissen wir es halt noch nicht. Der macht ganz schön dick Schaden. Und dann treffe ich noch nicht mal. Wirkt Pummel besonders gut gegen Kai. Nun. Da kann ich nichts gegen sagen. So. Wobei ich könnte auch einfach zu der Heiloma zurück, fällt mir gerade ein. Voll vergessen, dass die hier steht. Ups. Tut mir auch leid, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz innehalte und das, unser Pony noch kurz level, aber es dauert ja nicht so lange und ich habe halt echt Angst, okay, dass das Spiel mir das eventuell noch vorwegnimmt und da habe ich keine Lust drauf. Und ich denke, das Pony könnte schon extremst gut aussehen entwickelt. Der Creepy Kaktus schon? Ich besitze noch nicht mal einen Kaktus. Ich hatte tatsächlich früher einige Kakteen in meinem Zimmer, weil man kann halt echt nicht viel falsch machen bei Kakteen. Aber mittlerweile, weiß ich nicht, finde ich die nicht mehr so dekorativ. Da bin ich eher so der Fan von richtig schönen Grünpflanzen mit schönem Blattwerk. Ach Gott, du schon wieder. Bei mir ist mein Kaktus gestorben. Ja, es gibt auch Leute, denen das passiert. Ich bin eher für Palmen. Ja, nur Palmen können leider auch sehr teuer sein und dann aber auch schnell kaputt gehen. Kakteen sind nicht ganz so teuer und gehen im Normalfall nicht kaputt. Deswegen hat man da natürlich schon noch mal ein bisschen Vorteil. Melly hasst diesen Trick mit der Palme. Das sind auch so Memes, die einfach ewig geblieben sind. So, ich meine, es war 45. Bitte werd einfach richtig fabulous. Oh, sieht aus wie ein Einhorn. Sieht schon fabulous aus. Oder Pegasus? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach evil. Geht das als Horn da durch? Aber es ist schon evil Pegasus geworden. Mistralion. Not bad, würde ich behaupten. Kann man mal machen. Es ist schon sehr edgy. Wenn ich auf dem zum Nexolord hinreite, ob der mich dann akzeptiert? Bin ich dann edgy genug? So, dann können wir jetzt auch weitergehen, aber das wollte ich eben erledigen. Hallo?
Du besuchst das Dorf? Bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, Freund. Der nächste Lord wird dort immer öfter gesehen, weißt du? Du solltest gehen. Ich habe Atlas gefunden. Ist dieses Stück Müll deins? Oi, mach dir darüber keine Sorgen, es ist okay. Ich habe einen Kumpel, der nahezu alles reparieren kann. Toaster, Mikrowellen, was auch immer. Hä? Was meinst du damit, dass es kein Toaster ist? So oder so, mein Kumpel ist immer noch eure beste Chance, dieses... Moment. Eure beste... Change? Dieses, was auch immer, zu reparieren. Sein Name ist Alvin. Er hängt gerade wahrscheinlich irgendwo in der Stadt ab. Ich muss zurück zur Arbeit, bevor der Aufseher Jack merkt, dass ich weg war. Wir sehen uns. Das sind so Dinge, die überliest man einfach, weil man sich denkt, das kann man ja nicht so falsch dahin schreiben. Ich habe meinen Toaster wieder. In dem Süden ist die Stadt. Okay. Da habe ich auch dran gedacht, Bernie. Der Next Lord ist hier, um die Ausgrabung... Was? Der Next Lord ist hier, um die Ausgrabungsstelle zu begutachten. Er scheint mit unserer Arbeit sehr zufrieden zu sein. Vielleicht wird er unsere Leute endlich befreien. Sehr gut. Die Erwachsenen graben ein riesiges Loch. Wofür ist das? Man kann den ganzen Tag und die ganze Nacht große Explosionen hören. Boah, wenn ich da schlafen müsste. Unsere Stadt sollte genau hier sein. Aber die Ausgrabungen haben fast alles davon zerstört. Jetzt leben wir in Ruinen. Ich frage mich, ob wir dazu in der Lage sind, unser Leben wieder aufzubauen. Was ist hier noch? Der Aufseher ist in letzter Zeit sehr gestresst. Okay. Ausgrabung mit Explosion? Die hatten wahrscheinlich nicht viel Lust zu graben. Und was ist jetzt in dem Haus noch? Assassin, danke schön für 22 Monate Treue auf Stufe 2. Super lieb von dir. Du kannst die seltensten Mineralien in Solos finden. Wir ein Auge auf den Boden und vielleicht hast du Glück. Dann wiere ich mal ein Auge auf den Boden. Hä? Du bist den ganzen Weg von Parum gekommen? Verarschst du mich? Du hast alle möglichen Dinge gesehen, oder nicht? Ich finde das schön, wie sie Are You Kidding Me jedes Mal mit Verarschst du mich übersetzen. Okay, dann würde ich aber sagen, bevor wir hier... Nein, ich will mich nur schön da vorstellen. Bevor wir hier weitermachen, machen wir hier jetzt erstmal Schluss. Wir haben ja heute auf jeden Fall gut... Hallo? Gut was geschafft. Wir hatten auch viele epische Kämpfe. Wir haben auch ein bisschen Story gehabt. Dementsprechend können wir beim nächsten Mal hier weitermachen. Gerade, weil ich denke, dass wahrscheinlich jetzt mit den Ausgrabungen und dem Nexolord auch ein bisschen mehr Story kommt, wo ich halt nicht unbedingt mittendrin aufhören kann. Deswegen ist, glaube ich, hier eigentlich ein ganz guter Punkt.